Ein Verkehrsunfall erregt jetzt die Aufmerksamkeit von Polizeikommissarin Katja Wolf und Lucy Braun, Polizeioberkommissarin. Der Angefahrene hat offenbar Selbstjustiz verübt. Kennzeichen nicht daneben, da sitzt einer drin. Ach Gott, das hängt hier auf. Geht's Ihnen gut da drin? Warte mal, wie kommen Sie da rein? Wieso? Ja, gut. Aber brauchen Sie einen Arzt oder sowas? Müssen wir einen Arzt holen? Woher sind die Verletzungen? Hey, aufgehört! Wer sind Sie? Mach dir doch mal im Auto! Ja, hier sitzt jemand drin! Haben Sie einen Schlüssel bei? Ja, und wofür? Na, hier sitzt jemand drin! Rauszulassen? Haben Sie hier jemanden eingesperrt? Ja. Na, dann her mit dem Schlüssel. Also, na, dann brechen wir die Kiste auf. Sie schließen jetzt den Wagen auf? Nö. Jetzt? Nö. Oder ich werde es mit der Brechstange aufbrechen? Nö, mach ich. Schließe den Wagen nicht auf. Na ja, dann wird es aufgebrochen. Gar nicht in Frage. Den Schaden, den tragen Sie, aber der wird nicht durch irgendjemanden übernommen. Das klären wir dann nachher noch. Nee, das klären wir überhaupt nicht nachher. Ne? So, wer sind Sie denn, junger Mann? Jan Schellert. Jan Schellert. Ja. Jan Schellert. Und wie kommen Sie da rein? Was ist hier los? Was ist denn bei dir kaputt? Warum willst du einfach abhauen hier? Wie abhauen? Fährst mir ins Auto und dann willst du einfach abhauen. Ist das ein Grund, mich hier einzusperren? Ja, natürlich. Was soll ich denn sonst machen? Sogar vor den Beamtinnen versucht der Rollerfahrer zu fliehen. Lucy Braun vermutet daraufhin, dass er etwas zu verbergen hat. Und tatsächlich, im Gespräch mit der Mutter deckt Katja Wolf eine Lüge auf. Ihr Sohn war mit dem Roller unterwegs und hat einen Unfall gebaut und hat dann versucht abzuhauen. Mein Sohn hat keinen Roller, der hat auch keinen Rollerführerschein, der ist erst 15. Ja, dann hat er sich einen Roller geliehen und ist ohne Führerschein gefahren. Das muss ein Missverständnis sein. Patrick, nein, jetzt sag doch mal. Wie ist Ihr Name, bitte? Scholz, Britta Scholz. Ich komme vom Einkaufen und sehe hier meinen Sohn vor dem Polizeiauto. Ja. Also so wie das aussieht, wie alt ist Ihr Sohn? 15. 15, mhm. Und zwar hat er gesagt, er wäre 17. Nein, er ist 15. Mama. Patrick, nun sag doch mal. Kati, der Roller ist gestohlen. Super. Robin, Robin wollte, das ist der Besitzer. Oh shit, haben Sie den gestohlen oder wie? Nee. So, der Name nee, und warum sagen Sie dann oh shit? Ja, weil ich ihn gefunden habe. Also der junge Mann, der ja statt 17 erst 15 Jahre alt ist, hat definitiv keine Fahrerlaubnis. Da kommt auf ihn zu, fahren ohne Fahrerlaubnis. Dann die Verweigerung der Personalienangabe, was eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die einfließt. Und letztendlich wird sich jetzt klären, inwieweit er mit dem Diebstahl des Rollers zu tun hat. Dann kommt natürlich noch Kraftfahrzeugdiebstahl dazu. Und das ist schon ganz schön heftig für einen 15-Jährigen. Das geht nicht ohne Eintrag aus. Also den Führerschein, den braucht er in der nächsten Zeit nicht anfangen. Der Roller ist hier um die Ecke geklaut worden. Dann nehmen wir sie so mit, ja, dann fahren wir da erstmal hin. Fahren wir erstmal hin, nehmen wir Mutti und mit Sohn mit. Ja. Genau. Und dann geht's los. Lucy Braun macht dem Autofahrer klar, dass ihn eine Anzeige wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung erwartet. Der Plan der Polizistinnen ist, eine Gegenüberstellung zwischen dem Jungen und dem Halter des Rollers herbeizuführen. Dabei soll der Bestohlene den Teenager identifizieren. Wird hier nicht mehr weggerannt, jetzt ist sowieso egal. Wo ist eigentlich Lara? Das habe ich völlig vergessen, der ganzen Aufregung. Du wolltest doch Lara mitbringen. Wer ist Lara? Lara ist seine 11-jährige Schwester. Ich habe mich nach der Schule noch mit ein paar Kollegen verquatscht, dass sie, schon losgegangen. Patrick, du solltest Lara mitbringen. Das war so abgesprochen. Wohin denn mitbringen? Nach Hause. Die Einsatzkräfte wollen zunächst den Halter des Rollers befragen und müssen deeskalierend eingreifen. Denn der junge Mann wurde erst vor wenigen Minuten an einer Tankstelle bestohlen und ist in Rage. Jetzt bleiben Sie mal stehen. Ja. Ganz ruhig. So, was ist passiert? Ich war nur auf dem Weg zur Tankstelle, gerade auf dem Weg nach Hause. Wollte hier tanken, mir ein Wasser holen. Und dann, ich kann es selber noch gar nicht fassen, fragt mich ein junger Mann nach dem Weg. Und ich bin ja hilfsbereit, wollte ihm sagen, ja, da hinten geht's zum Weg. Und dann drehe ich mich um, da fährt er mit meinem Roller weg. Ja, ich habe ihm trotzdem gesagt, ich bin mir ganz sicher, dass er das war. Wird hier das Gelände oder die Räumlichkeiten, werden die Video überwacht? Ja, wir haben eine Video. Können wir uns die anschauen? Ja, oder ist es möglich, die einmal rauszubringen? Ich kann sie auch eben rausholen. Ich gehe einmal mit, ja? Mach mal. Die Polizeikommissarin erhofft sich, den Diebstahl und den Verdächtigen auf dem Video zu erkennen. Die Tat wurde mit einem hinterhältigen Trick begangen. Das ist ja wirklich der ganze Bereich abgedeckt. Das ist ja wirklich sehr gut. Genau, da hat er mich gefragt nach dem Weg. Der hier? Genau, der hat mich nach dem Weg gefragt. Der da hinten. Sehen Sie, das ist doch der Mann, das ist doch das gleiche T-Shirt. Patrick, das passt. Das sind Sie nicht? Ja. Jetzt können Sie aufhören. Ich meine, noch besser geht's nicht. Sag mal, hast du Ihre Mutter ist sowieso schon geklaut. So kenne ich dich gar nicht. Was ist denn los mit dir, Mensch? Du klappst den Roller, du passt nicht auf deine Schwester auf. Der junge Mann da im weißen T-Shirt, haben Sie den schon hier öfters gesehen? Da jetzt nicht.
Ich habe halt nur. Hat er hier getankt oder was eingekauft? Oder was eingekauft hat er. Wie hat er dann bezahlt? Mit EC-Karte, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Dann gucken Sie mal, ob Sie eine Quittung haben. Man kann das ja von der Zeit her nachvollziehen, ne? Genau, genau. Der 15-Jährige hat offenbar nicht allein gehandelt. Er hat den Diebstahl begangen, während ein Komplize das Opfer abgelenkt hat. Beim Auftauchen der Schwester gewinnt Katja Wolf den Eindruck, dass sie von der Tat weiß. Du hast ja, Patrick ist hier bei uns. Ja, was ist denn passiert? Können Sie jetzt, Entschuldigung, ich rede, ja, können Sie beide einfach mal stehen bleiben? Was ist passiert? Du blutest aus der Nase, ne? Was ist passiert? Patrick und ich, wir waren in der Schule und er wollte mich abholen. Und dann sind wir halt nach Hause, also auf dem Weg nach Hause. Und dann kam halt auf einmal Lara. So zwei Jugendliche. Und dann. Lara, reicht jetzt. Wieso reicht? Nee, erzähl mal, was für die hat eine blutende Nase. Die wird doch wohl erzählen dürfen, wo sie die her hat. Zeig mal, aber so schlimm ist nicht, glaube ich. So, und was ist dann passiert? Da kamen zwei Jugendliche? Nix. Ach, Lara, nun sag doch. Bist du gestört? Du erzählst uns eine Geschichte und kaum, dass dein Bruder dazu kommt, ist nichts mehr passiert. Da ist die Geschichte zu Ende oder wie verstehe ich das? Ich bin hingefallen. Fakt ist auf jeden Fall, dass da auch irgendwas vorgefallen sein muss. Die Geschichte, dass sie gestolpert ist und auf die Bordsteinkante gefallen ist, das glaube ich ihr einfach nicht. Das scheint also hier eine Ausrede zu sein, weil sie sich nicht traut, mit der Wahrheit rauszurücken. Kathi, ich habe den Beleg hier. Du kannst uns alles sagen. Habt ihr schon? Ja, nicht reichbar. Der Bruder hat gesagt, nichts mehr sagen und jetzt ist vorbei. Nachdem wir mit der Tankstellenverkäuferin gesprochen hatten, ob der was gekauft hat und sie sich erinnerte, dass er auch mit EC-Karte bezahlt hat, hat sie uns die Belege gebracht und da haben wir die Unterschrift gefunden. Auf der Rückseite. Der hatte auf der Rückseite unterschrieben. Sauber, sauber erkennbar, sauber sehbar, sodass man den Namen lesen konnte. Und damit habe ich eine Personalienabfrage gemacht und über unsere Leitstelle wird dann geguckt, wie viele Namen es in diesem Fall gibt. Und dann wird die Adresse und das Geburtsdatum bekannt gegeben. So. Feldstraße 6, die ist hier um der Ecke, Janik Reichstein. Das ist ja mit dem Fahrrad. Ja. Also fahren wir dann dahin. Fahren wir hin, okay. Okay. Gut. Aufgrund des eingeschüchterten Verhaltens der Geschwister nehmen die Einsatzkräfte an, dass der Komplize die Teenager unter Druck setzt. Vermutlich hat er die Schwester geschlagen. Die Beamtinnen schlussfolgern, dass der Gesuchte hochaggressiv ist. Sie planen deshalb, ihn in einem Überraschungsmoment zu überführen. Kennen wir. Was ist das doch schon? Warte mal. Das ist still. Das am Fahrrad rum, zwei männliche Personen. Die Schwester kommt. Könnt ihr uns sehen? Wir versuchen rüber. Soll ich da rüber los? Ist mir egal, ich gehe auch rüber, aber dann können sie nicht abhauen. Schönen guten Tag, die Herren. Wer kriegt auf die Fresse? Nee, komm. Hier. Runter. Anscheinend hat der Verdächtige einen Mittäter. Die Beamtinnen klären die beiden Jugendlichen darüber auf, dass sie des Diebstahls an einem Roller verdächtigt werden. So, was ist das hier für eine Nummer? Mit wem haben wir das denn hier zu tun? Der Herr Reichberger? Der Herr Janik Reichberger? Kann gut sein. Ich denke mal schon, Sie waren vorhin auf einer Tankstelle. Ich war den ganzen Tag hier. Sie waren den ganzen Tag hier. Und wer sind Sie? Mein Bruder ist ja der Zeuge. Wir haben mal unser Fahrrad gebastelt. Ihr Bruder, auch ein Herr Reichberger. Und welchen Vornamen hätten Sie? Das können Sie ja an meinem Ausweis entlesen. Wo ist der Ausweis? Suchen Sie doch. Lucy Braun mutmaßt, dass auch die Fahrräder gestohlen wurden. Offenbar haben die beiden Männer versucht, die Rahmennummern zu entfernen, damit ihnen der Diebstahl der Räder nicht nachgewiesen werden kann. Wo sind denn die Papiere von dem Roller und von dem E-Bike? Haben sie nicht. Gut, dann werden die Sachen beschlagnahmt, die werden sichergestellt, werden bei unserer KTU vorgeführt und die gucken nach mit den Rahmennummern und werden die schon zuordnen können. Wir haben natürlich jetzt hier verschiedene Straftaten vorliegen. Wir haben zum einen die Erpressung, wir haben den Diebstahl,
Ob es ein Raub ist, das muss noch geprüft werden. Wir haben dann im Voraus noch die Freiheitsberaubung, was ja heute Morgen der Unfallteilnehmer quasi begangen hat. Das steht aber dann auf dem anderen Blatt. Und die beiden Jungs, die werden sich natürlich hier wegen gemeinschaftlich begangener Straftaten auch verantworten müssen. Ob jetzt unserem jungen Rollerdieb sozusagen hier das Ganze dann strafmildernd zugutekommt, dass er erpresst wurde, das wird wohl so sein. In welchem Umfang aber, das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Wir werden das auf jeden Fall alles mit in die Anzeige aufnehmen. Entscheiden tut am Ende der Staatsanwalt. Erzählen Sie mal, wie ist das abgelaufen jetzt raus mit der vollen Geschichte? Sie können sich nur verbessern. Die haben mir auch gesagt, dass sie meine Schwestern auch mal schlagen werden, wenn ich den Roller nicht klaue. Woher kennst du die? Wie seid ihr aufeinander gekommen? Die müssen doch irgendwie an dich rangetreten sein. Ja, auf dem Nachhauseweg habe ich die getroffen. Von der Schule. Gehen die bei dir in der Schule? Ja. Sind die damit mit einer höheren Klasse oder sind die noch nicht so weit? Doch, die sind eine Klasse höher. Die Beamtinnen machen dem 15-Jährigen klar, dass er die Polizei sofort um Hilfe hätte bitten müssen. Er wird wegen des Diebstahls des Rollers zu einer Geldbuße verurteilt. Das Täterduo muss sich wegen Anstiftung zum Diebstahl, Nötigung und Körperverletzung verantworten. Die Wunde der Schwester verheilt schnell.